Schon mal gehört? Cringe. Jugendliche bezeichnen damit etwa eine Situation, die peinlich ist oder zum Fremdschämen. Zum Beispiel, wenn Erwachsene cool wirken wollen und versuchen, Jugendsprache zu sprechen. Cringe wurde jetzt zum Jugendwort des Jahres gekürt. Es setzte sich gegen Begriffe wie sus, für verdächtig oder auffällig durch. Aber Vorsicht nur für Jugendliche, sonst kann es schnell cringy werden. Und damit zu den Wetteraussichten für Jung und Alt. Heute nach Auflösung von Nebelfeldern überwiegend freundlich. Im Westen und Nordwesten stärkere Bewölkung mit etwas Regen. Höchstwerte zwischen 8 und 19 Grad.